Es ist Montag, Bautagebuch 7.0. Ihr befindet euch jetzt gerade an der Umgehungsstraße von Grimma nach Großbadau. Da in den letzten Wochen immer wieder Fragen gekommen sind, wo ist das Gebäude überhaupt, wie komme ich da hin, erfahrt ihr es diese Woche. Deswegen hört auf meine Stimme, nicht so sehr auf die Umgebungsgeräusche. Viel Spaß bei deiner Tour ins und im neuen EnjoyMade Grimma. So, erster Schritt. Du darfst an dieser Straße, wenn du von Grimma oder Großbadau kommst, die nach Waldbadau führt oder wo gleich das Ortseingangsschild nach Grimma kommt, weiterhin abbiegen. Dort solltest du mittlerweile die ganze Zeit schon abgebogen sein, wenn du aus dieser Richtung kommst. Vorbei an der Bushaltestelle, Linie, Abzweigung 1 nach Großbadau. Nach 200 Metern auf der rechten Seite kommt diese Einfahrt, Gewerbegebiet Weinberg Großbadau. Mit dem Autohaus, Mercedes Autohaus Kühne und dort vorne mit den Bahnschienen, also noch vor den Bahnschienen rechts ab. Und dort das letzte Haus auf der rechten Seite, was du jetzt bereits siehst, ist deine neue Wohlfühloase. Über die letzte Kreuzung gerade drüber. Rechts abbiegen ins EnjoyMade Grimma. Genau. So, auch extra für die Statistik heute ein paar Fahrzeuge hingestellt. Nein, die sind in den letzten Wochen natürlich immer hier und kümmern sich darum, dass dieses geile Teil auch pünktlich zum 1.8. fertig ist. Und dann, nachdem du das Auto auf unseren über 70 verfügbaren Parkplätzen dann abgestellt hast, die Alex und deine Enjoy-Mitarbeiter in den letzten Wochen und kommenden Wochen natürlich alle noch schickimicki machen, geht dort in den Haupteingang für dich rein. Betreten Baustelle verboten, wird dann ab dem 1.8. wahrscheinlich nicht mehr dastehen. Gleich reinkommt eine große Wand mit Tür, ist die Physiotherapie. Auf der anderen Seite siehst du oder kommst du in den Kursraum. Genau, also das, was letzte Woche besprochen war, 250 Quadratmeter. Die werden seit heute auch schick gemacht. Genau, wieder zurück zum Treppenhaus. Geht es im Normalfall, im normalen Geschäftsbetrieb, ab dem 1.8. dann die Treppe nach oben. Genau. Hier an diesem wunderschönen Servicebereich wirst du dann begrüßt. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du im neuen EnjoyMade deine Gesundheit verbessern willst. Und gehst in die Umkleiden. Genau, Umkleiden. Die Frauenumkleiden. Von den Frauenumkleiden in die Dusche. Von den Frauenumkleiden gerade oder halt in die Männerumkleiden, wie rum auch immer, wer wohin auch geht. Genau, in die Männerumkleiden. Von dort in die Dusche. Genau, ich glaube, wir werden das wahrscheinlich wirklich durchziehen mit dieser Glasscheibe hier dazwischen, dass ihr euch dann immer helfen könnt beim. Und von hier geht's in die. Also die Frauen kommen von dort drüben, die Männer kommen von hier und hier kommt. Hier kommt noch eine Treppe hin, die dann in den Ruhebereich für die Sauna führt, das Gebäude, was du dort siehst. Und hier drüben, wo jetzt auch schon Bauschutt und die Steine liegen, dann Saunafreibereich. Der René hat gefragt, ob es im Saunafreibereich auch eine Dusche gibt. Natürlich wird es auch im Saunabereich eine Dusche geben, dass du nicht immer den ganzen Weg von wieder hier hoch musst. Aus der Umkleide heraus, egal aus welcher auch immer, hier links die Toilette.
kommst du zur Trainingsfläche. Na, auf der Trainingsfläche hat sich in den letzten Wochen raumtechnisch wenig getan. Dafür so viele Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Loch dort oben, was die Klimaanlage ist, die jetzt schon verrohrt hier liegt und nur noch ausgelegt wird. Genau. Ich gehe mal ganz hinter in die Ecke. Hier ist bereits auch die Klimaanlage in der Ecke. Alle Vorkehrungen getroffen. Und wenn ich mich umdrehe, kriegst du ein Gefühl über die Größe und Weite des Raumes. Genau, Teil 2 der Trainingsfläche. Wie du siehst, über die mehrere Türen verbunden miteinander, was dir quasi ein Trainingserlebnis bieten wird, was du bis jetzt oder was wir bis jetzt noch nicht kennen. Bautagebuch 7.0, ohne Fragen oder fast ohne Fragen. Das sind nur noch, wie viele Wochen? Naja, nicht mal mehr, na doch 2 Monate. Am Mittwoch sind es 2 Monate, die uns verbleiben in unserer Interimslösung. Danke, dass du fleißig Bautagebuch guckst. Danke, dass du fleißig Bautagebuch teilst an andere, dass auch die den Fortschritt sehen. Ich hoffe, auch heute konnte ich dir wieder mit dem Video einen kleinen Einblick darüber verschaffen, was so passiert oder passiert ist in der letzten Woche oder halt generell noch einen schönen Überblick über die Räumlichkeiten. Es bleibt dabei, nur noch quasi 8 Wochen oder 8 Bautagebücher hast du die Möglichkeit, deine Fragen beantwortet zu bekommen. Das heißt, nutz die sozialen Medien, schreib mir eine E-Mail, frag mich Fragen oder so wie es der René gemacht hat, frag mich auch persönlich. Ich beantworte sie dir dann natürlich persönlich oder auch dein ganzes Enjoy-Team und kann sie aber auch als für alle anderen gleich beantworten im Bautagebuch. Eine schöne Woche wünscht dir Martin und das Enjoy mit Krimmer Team. Tschüss!